Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls. Dritter Horus ist auch wieder bei uns am Start und wir waren das letzte Mal dabei, tiefer in die Minen zu steigen. Und ich würde sagen, genau da machen wir auch jetzt weiter. Indem wir wieder zum Kerlstein der Dämonen, Super Bösen Spinne springen und hier weitermachen. Dafür der gewaltige. Das letzte Mal sind wir ziemlich oft in ziemlich tiefe Löcher gefahren. Ich hoffe, dieses Mal wird es ein bisschen besser. Aber es war wieder eine neue Session, neues Glück und am Anfang der Session läuft es eigentlich auch immer ein bisschen besser. Muss ich zwar erst noch ein bisschen einspielen, aber dafür ist die Konzentration noch im vollen Maße vorhanden, während die zu einer späteren Stunde immer weiter abschweift. So, wir sind auch wieder. Wuhu. Ja, hack du mal ein bisschen an dein Steinchen rum. So, hier müssen wir wieder mal Gas geben, denn da sind schon wieder die Lore des Grauens, die uns ziemlich gerne mit den Tod treffen wollen, indem sie einfach explodieren. Juhu. So, haben wir das geschafft. Hier ist ja noch unser anderer Freund. Lass du wohl, nicht so komisch. Lalala. Hahaha. 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 Ich sollte auch treffen. Hahaha. Na? Traust du dich, mein Freund? Jetzt hast du ausgelacht. Was, ich möchte auch gerne die leichte plündern. Hier ein Vollmondgras. Ja, hier fahre ich jetzt erstmal tatsächlich nicht runter, denn den Weg von hier unten, den kennen wir schon. Aber den Weg hier runter, den kennen wir noch nicht so gut. Ah, komm hier durch. Hörst du wohl auf hier, so ein Tamtam zu machen, mein Freund? Und da hackt er. Wow. Wow. Was machst denn du hier? Der ganze Combo oder was? Geh mal weg da. Und ich weiß schon, ich muss gerne mal einen Seepfeil nutzen. Lala. Hallo. Hier, friss das. Was ist denn das? Ach, das ist eine. Oh, das ist eine Echse. Oh, triff die Echse, triff die Echse, triff die Echse. Und. Und nicht, dass sie runterfällt. Und Echse tot. Und da fällt sie nicht runter, aber wir konnten noch rechtzeitig alles aufheben. Geht's da runter? Also das sieht nicht so aus, als würde es da ziemlich gesund runtergehen. Deswegen lasse ich es lieber mal sein und probiere es auch gar nicht, als aus da runter zu fallen. Hallo? Ach, die hat sogar was fallen lassen. Hallo. Nett von dir. Ach ja, ich muss ja an die Wurzel des Übens gehen, an der Grausteinscherbe. Ja, gibt's viele Sterne. Oder Steine. Okay. Wohl auf deinen Rotz zu rutschen. Die halten aber viel aus. Machen wir es halt wieder so. Das ist, können wir eigentlich auch den Kleinen hier machen, wenn die wirklich so viel Schaden nehmen davon. Nehmen wir einfach mal das Kleine hier. Das kleinere Übel. Geh mal aufs Schwert. Dankeschön. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hä? Kommen wir nicht runter? Ach, wir sind das letzte Mal ein bisschen runtergesprungen, glaube ich. Nämlich hier, da sind wir auf die Ebene nach unten gesprungen. Uhu. Und bitte nicht daneben fallen, dankeschön. Dritter Horst. So, wo geht's jetzt lang? Jetzt geht's einfach eins weiter. Was ist das denn wie ein dickes, fettes Vieh? Kann ich das anvisieren von hier oben? Nö, kann ich nicht. Aber es sieht mir nicht nett gewogen aus. Muss ich da rollen? Ich glaube, hier muss ich besser rollen, oder? Und zack. Auf dem Boden der Tatsachen. Was trippelt jetzt hier? Oh. Was seid ihr denn da? Käfer. Oh Gott, wie viele halten die aus? Und zack. Oh oh. Ja gut, oh. Bis jetzt sind die noch recht nett, außer dass die hopfen. Und die lassen Sachen fallen, das ist cool. Was summt da rum? Oh, da kommt. Da kommt Big Mama. Ich glaube, da kommt Big Mama. Ohoho. Ist die was? Oh. Was summt denn jetzt hier? Die fliegen. Was? Hört ihr das? Ihr hört es auch summen, oder? Da summt es auf jeden Fall.
Ja, komm her. Lololololo. Kann ich euch eigentlich mehrere auf einmal treffen? Dafür ist es noch, dafür sind wir noch zu nah dran. Aber der Zauber ist ganz gut. Habe ich nicht noch das magische Stinkfunkserbon dabei? Was macht denn das hier bei dem wie Schaden? Jo, das ist ein bisschen besser gegen die hier. Jo. Dann nehmen wir einfach mal das jetzt hier bitte. Oh, wir müssen halt noch ein bisschen aufpassen. Weil das Moveset ist ein bisschen seltsam von dem Ding. Oder für mich halt ein bisschen seltsam. Oh. Nom, 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 nom. Ach, das Vollmondgras wollte ich gerade noch rausschmeißen. Ich schmeiß es mal raus. Oh, nicht mal viel Spike. Was war das denn jetzt? Und da kommt Big Mama. Und bei Big Mama habe ich ein bisschen Angst. Oh, was machst du da wie Zeug? Halleluja. Hallo, mein Freund. Du bist ein dicker, fetter Karpfen, aber dich mache ich auch so platt. Oder auch nicht, ich habe kein Mana mehr. Altes Gewürz. Oh, ich habe überhaupt nicht mehr viel Mana-Zeug. Oh, oh. Ja, mach das mal so, dann hau ich die einfach so die Seiten voll. Lalala. Jetzt dreht er sich, jetzt dreht er sich, jetzt ist er böse. Jetzt dreht er sich, jetzt dreht er sich und ist ganz böse. Oh, was machst du denn da? Was machst du da, Vieh? Okay, Vieh explodiert, also merken, das komische Vieh da explodiert. Eine Drachensteinscherbe. Ach, jetzt sind wir hier ganz unten. Da sind wir das letzte Mal durchgekommen, falls ihr euch erinnert. Deswegen brauchen wir da eigentlich nicht mal lang zu gehen, oder? Das ist doch... Genau, das ist hier der Gang, wo die ganzen fliegenden Äugchen rumschwirren. Und die sollten wir ein bisschen aufpassen. So, das dicke, fette Vieh hier oben drauf. Das gefällt mir nicht. Ja, das war klar, dass du kommst, mein Freund. Friss das! Okay, mit dem geht's nicht so gut. Ja komm, friss das jetzt endlich hier. Dankeschön. So. Was seid ihr denn da, wie Viecher? Hallo? Hehehe! Und einmal! So, stört meine Freunde von fliegenden Käferleinchens. Mit Flügelchen. Was ist denn da? Es geht wieder rauf. Was ist denn da oben? Ich laufe mal hier rauf. Lalalala. Ist das hier aufgehangen oder was? Ich mach das so nicht. Mensch, ist das fett, das Vieh. Ach, das ist die Echse, die ist hier runtergefallen. Ach, das ist ja schön. Hätten wir sie eigentlich auch noch schön hier oben holen können. Eine unbekannte Heldenseele. Ist hier sonst noch was? Nö. Aber die andere Seite, da habe ich noch etwas blinken und leuchten sehen, dass es mir helle Freude macht. Ich mag diese schnelle Rolle, auch wenn man sie hier ein bisschen aufpassen sollte, wenn nicht runterfällt. Ein Scharfstein klumpen. Er macht alles so schön scharf und steinig, der Scharfstein klumpen. So, du Vieh, was machst du denn hier oben? Warum macht das so komische Geräusche? Hallo. Oh, you're not mad like the rest, are you? Well, what jolly traveling companions are we? Pleased to meet you. Call me Patches. Oh, see that treasure over there? Go on and take it. My gift to you, just to show that we're friends. Phew, I'm glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. Okay, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht gut geht. Well, who'd have thought it? Bear bugs! My apologies. Just not your day. Ach, as ja. Promised, treasure is all yours. If you survive, that is. Good luck to you. Naja, solange wir nicht hier runterfallen. Weil das hier ist doch gerade jetzt weg. Ich glaube, er ist weggelaufen, weil das Vieh hier, das führt uns ja den Rücken entgegen.
Wo ist er jetzt durchgelaufen? Oh, habe ich es. Habe ich mit einer Blutzahl zugefügt? Das ist ja nett. Rams. 600 Schaden. Oh, es tickt. Sieht man, wie es hoch tickt. Lalala. Wie viel Leben sind über 1000? Die hat mehr Leben als ich. Und. Bloß die runter. Hoffentlich reicht das. Jo, es reicht, aber es ruckelt, aber es reicht. So eine Keule. Toll. Eine Monsterkeule. Drachensteinscherben. Aber oben, da lag da auch noch etwas. Guck mal, hier geht es jetzt zwei Wege runter. Einmal da vorne. Und einmal hier hoch. Was läuft denn hier jetzt überall lang? Ich habe irgendwie Angst. Hallo? Hä? Lag hier nicht eben noch was? Ach, das hat dich der Typ hier mitgeholt, oder was? Hallo? You! How did you do that? Worry not. The treasure is all yours. Tough luck with the bear bugs, but you certainly showed them, didn't you? Here it is, the treasure, safe and sound. Go on, take it, take it. Achso, wir bekommen jetzt ihn, ein Ring der Flammenresistenz. Habe ich da von nicht schon einen? Habe ich da jetzt zwei? Tatsächlich können wir einen nachher in die Truhe packen. Ja, gibt's hier auch noch? Hier ist auch noch ein Weg lang. Hier bin ich schon lang gelaufen. Da brauchen wir gar nicht mehr lang laufen. Aber es gibt jetzt einen Weg hier lang irgendwo und einen Weg da hinten runter. Deswegen können wir auch einfach mal jetzt hier lang gehen, oder? Obwohl, ich möchte gerne hier drauf. Komm ich da drauf? Das ist noch so ein fetter Käfer. Eine Drachensteinscherbe. Was ist das? Doch ein fetter, komischer, gepanzertes Vieh. Lalala. Wie komme ich jetzt besten vorbei? Oh Gott. Da sind wir auf den Kopf springen, aber nicht mit mir, mein Freund. Ja, lauf da mal ein bisschen lang. Dann versuchen wir mal auf den Kopf zu springen. Ja, da kannst du ruhig so oft reinhauen, wie du willst. Das ist, glaube ich, gefährlich. Ich möchte gerne so ein bisschen auf die andere Seite. Haha. Nein. Es ist runtergefallen. Das ist ja doof. Oh Gott, ich bin auch runtergefallen. Das ist noch viel dämlicher. Was ist das? Der ganze Armada. Hallo? Armada der Käfer. Hallo? Das geht gar nicht. Ich hänge fest. Aber hier. Hier müsste es gehen. Geht hier wohl weg da? Lass mich! Richtig Armada von Käfern. Lalala, Armada auf Käfer. Sehr lustig von euch, ihr Viecher. Was macht ihr da? Hallo? So, dann kommst du mal bitte hierher. So, ihr Viecher, ich versuche euch was irgendwie alle vom Himmel zu holen. Na, kommt her. So, die kriegt auch. So. Käferlein. Na, komm her. Wie viele sind das bitte? Hey, ihr seid hintereinander. Ihr seid nicht hintereinander. Ist das Vieh jetzt da runtergefallen? Ach nee, da kommt's wieder.
Oh Mann, ja, am Maler der fliegenden Käfer. Aber wie Käfer seht ihr aber jetzt nicht unbedingt aus. Wie Bären. Oh, lalalala. Die hat sich aufgehangen hier. So, zack, 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 zack. Rumpsi, rumpsi, rumpsi. So, jetzt bist du noch du dran. Und du bist auch tot. So, haben wir dich schon mal ausgesucht? Oder könnte man es zumindest so nennen? Ich weiß nicht. Hier sind wieder jede Menge von diesen komischen Zeugsdingern hier. Ich wusste es. Hier mal schlafen, dankeschön. Ja, da haben wir es vorbei geschossen, aber wenn wir die mit treffen, dann sind die verdammt schnell tot. Grausteinscherbe. Noch eine Grausteinscherbe. Wunderbar. So, da ist der dicke, fette Käfer schon wieder. Hehehe. Oh, mein Freund. Klopp. So, ja, ihr habt's gehört. Ich hab's Fackel gesehen. Er ist nicht gestorben, beziehungsweise. Wir haben die Explosion fast nicht gesehen. Haben wir es doch gesehen. Hahaha. Ha, ha. Aber huhu. Drachenscheinscherbe. Wunderbar. Er lässt sogar noch was fallen. Das liebe Vieh. Der Doktor und das liebe Vieh. Hier wäre der reguläre Weg runtergekommen, nicht wahr? Was? Was macht hier so komische Geräusche? Ich weiß es nicht. Und was haben wir hier noch? Eine angesehene Hildenseele. Ja, ja. Ich hab dich da drauf gesehen, mein Freund. Ein Ephraim Augenstein. Ich weiß nicht, wie das Ding... Wie soll ich denn da rankommen? Hallo? Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Remember me. I've got plenty of wares. So bring me plenty of souls. Okay. Ich kann kaufen. Was hast du denn? Oh, du hast jetzt große Hartsteinscherben. Okay, Hartsteinscherben. Ich nehme mal ein paar davon. Dann kaufen wir mal leer und davon kaufen wir auch mal ein paar. So. Habe ich keine Seelen mehr. Hello there. Blessed. Yo, your souls are blessed. Yo, wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da dran? Ich habe da ein bisschen Angst, einfach so runterzuspringen. Oh Leute, könnte ja sein, immer wieder, dass ich daneben springe. Und das ist ja absolut nichts Neues bei mir. Vor allem von denjenigen, von euch, die meinen Dark Souls 2 Let's Play gesehen haben, die werden es kennen, wie oft ich gerne irgendwo daneben springe. Auch von da unten vielleicht. Oh, die knarzt total hier, die Brücke. Das finde ich ein bisschen cool, muss ich schon zugeben. So, ob das geht. Es klappt, auch wenn es sehr knapp. Oh, guck mal, da geht in die Lava rein. Ach du Schande. Hallo? Ein Dunkeldreieckschild plus 2. Was kann denn ein Dunkeldreieckschild plus 2? Physischer Angriff, klar, ist etwas niedriger, aber Schadensminderung, Gift. Oder was heißt das? 46%? Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ist ja auch erstmal egal. Dieses Schild ist leicht zu handhaben und daher weit verbreitet, vor allem unter den Soldaten der Kirche. Sie fragen, ist das besser als mein anderes Schild oder schlechter? Ein mittelgroßes Metallschild. Ach du Schande, was ist das denn für ein Mini-Ding? Ist auf jeden Fall ein Parry-Shield, aber es ist ein Mini-Ding. Ich bleib erstmal bei meinem Lavaschild, bei meinem Flammenschild. Ich hab hier ein Lavaschild, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das in diesem Feuergebiet ein bisschen besser gebrauchen könnten, oder? Hier kommt bestimmt wieder. Kommen bestimmt wieder irgendwelche Würmer angekrochen. Pass auf. Hallo, Würmer. Wusste ich? Doch, hallo. Oh, ich sehe gerade, ich habe kein Gewürz mehr. Mal. Gewürze sind aus. Alle Gewürze aus. Okay. Dann ruhig. Na gut.
Dann machen wir es halt auf die altbewährte Methode mit einem Schwert in der Hand. Ich wusste doch, hier kommt noch eins. Die halten gar nicht aus. Ich hätte schon Angst, die halten jetzt so viel aus. Ja, das will die gar nicht. Komische Geräusche, meine Würmerlein. Ein sagenumwobene Soldatenseelen. Sagen und viele, viele Käfer, die aus ihrer Haut geschlüpft sind, wie ihr seht. Und die sind eine Haut aus Schein. Das ist natürlich verdammt viel stärker als alles, was wir haben. Moment. Naja, wie gesagt. Das nächste Mal geht es hier durch den Nebel. Und ich hoffe, ihr seid mir auch wieder treu gewogen und schaut gerne zu, wenn es wieder heißt, der Morscher zockt Demon's Souls. Mit dabei ist natürlich auch wieder Ritter Horst.